Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Kettner von Kettner Edelmetalle und heute habe ich Ihnen eine ganz besondere Münze mitgebracht mit der Serie Nummer 1 von 99, eine Goldmünze, die zu meinen Lieblingsmünzen gehört. Ich habe mir selbst eine davon gekauft. Sie dürfen sich darauf freuen. Hier können Sie schon mal spicken, aber mehr dazu erzähle ich Ihnen gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, schön, dass Sie dran geblieben sind. Ich habe jetzt wirklich einen spannenden Moment, nämlich die Vorstellung der African Safari Goldmünze mit dem Motiv des Affen. Hier sehen Sie schon die kleine, aber hochwertig gefertigte Edelholzbox vor sich mit dem Schild der African Safari Serie, auch der Überschrift African Safari, dann den Bäumen und vorneweg von diesen sieben Tieren, von diesen sieben Safari-Tieren, die dargestellt werden, springt jetzt der Affe und der Affe hat auch das Motiv der Münze als Hauptmotiv, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen darf. Jetzt mache ich die Box mal auf und da kommen jetzt auch schon ein paar Dinge zum Vorschein. Zum einen haben wir hier in der Box quasi das Schild, das eingearbeitet ist mit der Seriennummer, und das ist was ganz Besonderes, die Seriennummer 1 von 99, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Und dann haben wir hier oben in der Box noch ein Zertifikat eingearbeitet. Das kann man rausnehmen und das schauen wir uns dann in Kürze gleich noch miteinander etwas genauer an. So, hier oben sehr schön in der Box eingearbeitet haben wir nochmal den Schriftzug African Safari, dann den großen Affenbrotbaum und die Safari-Herde, sprich die sieben Tiere, die in der Serie dargestellt werden, und vorneweg der kleine Affe. So, jetzt schauen wir uns die wunderschöne Goldmünze mal etwas genauer an. Für mich immer ein Magic Moment, wenn ich Ihnen sowas vorstellen darf. Die Münze ist limitiert auf 99 Stücke weltweit und wir sprechen hier über die Tiermotive, insgesamt sieben Safari-Tiermotive. Zum einen den Löwen, der schon im Mai 2017 auf den Markt kam, dann die Giraffe, die kam im Oktober 2017, das Nashorn, das quasi 2018 im Frühjahr kam, der Leopard im Herbst 2018. Und jetzt eben der Affe, das fünfte Motiv dieser Serie. Wir haben den Büffel, der kommt im Herbst 2019 und abschließend im Frühjahr 2020 noch den Elefanten. Was sehen wir denn hier auf der Münze? Am oberen Rand haben wir den Schriftzug African Safari. Wir haben daneben AU und dann der Begriff eine Unze, also 31,103 Gramm hat die Münze. Ja. Und am unteren Rand haben wir die Jahreszahl 2019 zu sehen und darunter die Gravierung in der Münze, auch sehr selten bei so einer kleinen Auflage, dass eingraviert wird die Seriennummer 1 von 99. So, auf der Wertseite der Münze sehen wir am oberen Rand Republik du Tchad. Dann, das ist die französische Schreibweise, dann in der Mitte das Staatswappen der Republik und darunter den Nennwert 5000 Francs, CFA. Damit wird die Münze zu einem offiziellen Zahlungsmittel. Ja, Sie sehen schon die schöne Abstufung dieser spiegelnden Flächen. Wir sprechen hier von einer echten Handarbeitsmünze. Die Münze ist in polierter Platte, also in Englisch Proof, gefertigt. Und man sieht es sehr schön, die Abstufungen, die glänzenden Flächen im Hintergrund und dann die Mattierung von dem Staatswappen entsprechend etwas hervorgehoben. Das ist wirklich gelungen. Die Münze wird in Deutschland gefertigt, also eine sehr hochwertige Produktion bei der LEV. Die LEV, die stellt auch die Arche Noah Münzen her oder auch die Ronden für die British Royal Mint. Also da erkennen Sie auch schon die Wertigkeit und Qualität der Fertigung. Alle Münzen befinden sich in einer Münzkapsel. Wir haben, wie schon gesehen, eine wirklich elegante Klavierlack-Edelholzschatulle mit Echtheitszertifikat und Echtheitsgarantie. Jede Münze wird einzeln von unseren Experten geprüft und mit einer 999,9er Feinheit zählt die Serie zu den hochwertigsten Edelmetallprägungen der Welt.
Dann werfen wir noch einen Blick in das Echtheitszertifikat. Wir haben hier das Land, Republik Tschad, Ausgabejahr, das Motiv, die Stückzahl, den Nominalwert, dann das Edelmetall und die Feinheit aufgelistet. Darunter neben dem Wappen natürlich die Unterzeichnung von dem Münzdirektor der Prägestätte, der die Echtheit damit auch garantiert. Rechts haben wir noch das Feingewicht, den Durchmesser der Münze, die Qualität polierte Platte, den geriffelten Rand und was es an Verpackung dazu gibt. Für mich ist es immer ein Gänsehautmoment, wenn ich so ein wunderschönes Stück vorstellen darf. Ich habe mir selbst eine Münze davon ergattert und freue mich immer, wenn ich die mal zu Hause rausholen kann. Wir sprechen hier von einer Auflage von 99 Stücken weltweit. Das heißt, es werden nicht viele Menschen diese tolle Münze erwerben können, aber die, die sie bekommen, für die freue ich mich dann mit ihnen. Spannend ist vielleicht noch abschließend, was wir beobachten, dass die Münzen bereits nach dem Ausverkauf Preissprünge nach oben gemacht haben. Die Ausgabepreise lagen jeweils bei knapp unter 2000 Euro. Und liegen zwischenzeitlich, wenn man mal die erste Ausgabe des Löwen anschaut, schon bei weit über 3000 Euro und das nach gerade mal 2 Jahren. Also durchaus nicht nur ein ästhetisch schönes Stück für Sammler, sondern auch eine interessante Wertanlage. Man kann sich das ja mal durch den Kopf gehen lassen, ob das nicht für den einen oder anderen spannend ist. Schön, dass Sie bis am Ende dran geblieben sind. Wenn Ihnen diese wunderschöne Safari-Münze gefallen hat, dann geben Sie uns gerne einen Daumen hoch. Wenn Sie mehr zu Edelmetallen erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Und wenn Sie spezielle Fragen haben, dürfen Sie uns jederzeit auch gerne anrufen. Unser Beraterteam steht Ihnen zur Verfügung. Bis bald!